Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play Gameplay. Und ja, diesem tollen Rising Flames Update, das ziemlich gut wurde. Und vor allem einfach die Waffen ein bisschen verstärkt hat, die hier herumfliegen und Gegner tötet. Und die Animated Weapons, also animierte Waffen, und sind ziemlich OP. Ein guter Bild, wenn ihr wenig einfach Zeit habt für das Spiel. Jetzt diesen Bild haben wir hier schon ein bisschen gezeigt, wie er geht. So, jetzt schauen wir aber noch kurz, was wir genau skillen müssen. Ja, es ist ein und hier zwei und dann hier unten Wild Strike. Da habe ich sehr gut und das können wir am Schluss machen. Dann kommt man einfach hier. So, hier haben wir 10 Punkte zu investieren und jetzt haben wir gerade eine neue Sparte da rechts freigeschalten. Die müssen wir auskillen. Also, wenn wir eben alles schon am Anfang fertig skillen. So. Ja, wie geht's euch so? Mir geht's wunderbar. Ich kann jetzt endlich auch wieder mehr Sport machen, mehr auch wieder irgendwie Haushalt oder sonst arbeiten. Freut mich sehr, dass ich irgendwie fitter bin. Ich war in letzter Zeit einfach müde von der Hitze. Ich habe schon fast einen Hitzeschlag bekommen. Mein Rücken ist ein bisschen rot geworden, aber sonst, es geht mir einfach gesundheitlich trotz meinen schweren Krankheiten und so sehr gut. Und das freut mich einfach sehr, dass es trotz Krankheiten doch besser gehen kann und die Krankheiten auch nicht mehr so spürbar sind. Man muss nur ihr seine Pflichten machen, aber wenn es einem gut geht, sind die Krankheiten gar nicht so schlimm. Die Schmerzen auch nicht so hoch. Und ja. Ja, ich habe ja diese Nervenermüdungskrankheit MECFS. Und das auf einem sehr hohen Stadium, also sehr schwer. Ich habe das Gefühl gehabt im Mai und im März damals schon ein bisschen, dass ich eventuell mal, ja, gelähmt bin. Also es ist nicht für immer natürlich, es ist vielleicht für eine halbe Woche oder so. Aber ich habe einfach das Gefühl, ich werde plötzlich dann nichts mehr machen können für einige Zeit. Und das ist halt als YouTuber doch ein bisschen schlimm, wenn man gerade keine Videos hochladen kann oder mal im Krankenhaus landet dafür. Da habe ich ein bisschen Angst. Aber es geht und eben der Spaß ist halt immer so grenzenlos. Ich habe immer so mega Freude über die Spiele. Wenn man es einfach viel mehr wertschätzt, aber man ist mit weniger viel mehr zufrieden und schlechte Dinge stellen einem auch nicht mehr so sehr. Ja, als würdet ihr einfach so ziemlich verwöhnt sein, weil es euch so gut geht, scheinbar im Kopf, also gesundheitlich oder Kopf. Ihr müsst das ein bisschen, ja, ihr müsst einfach die Sachen, die euch gut tun und auch nicht so gut tun, einfach schätzen und ja. Daraus ein bisschen Profit schlagen für euch, dass es euch besser geht, dass ihr mehr Spaß habt und so. Ja. Ich habe da vielen jetzt immer wieder auch ein bisschen gesagt, worauf sie schauen könnten, damit es ihnen besser geht. Manche haben es beherzigt, manche haben es nicht beherzigt. Und das ist auch mal ein bisschen, ja, nicht gut, aber zu sehen, dass es manchen Leuten nicht so wichtig ist, dass es ihnen gut geht oder sie auch andere Probleme haben, dass sie es gar nicht so umsetzen können. Der Mensch ist da richtig grundverschieden, er ist gar nicht immer gleich, oder? Auch der Internet-Hype, je nachdem, was man ja machen muss oder macht im Internet freiwillig, da kommen diese Vorurteile und diese Vorurteile raus. Ich webe gar kein Vorurteil. Ich sage nicht, okay, der raucht mir zu viel, der tut es für mich zu viel geben oder so. Ich habe Vorurteile gar nicht. Ich sag das nie, oder? Und deshalb, ja, will ich mich ja natürlich besser, wenn es den anderen auch besser geht. Ja. Denn solange ich Last Epoch zocken kann, geht es mir mega gut. Es ist doch egal, ob das Spiel jetzt noch ein bisschen Probleme hat oder keine deutsche Übersetzung oder so.
Ich habe so viele Games immer gezockt, ich konnte kaum Englisch noch. Ich habe durch das eigentlich auch das Englisch gelernt, das ich jetzt kann. Natürlich ist es noch nicht perfekt. Aber was kann man machen? Man kann es auch nicht mehr lernen, wie das Spiel einfach beibringt einem, oder? Irgendwelche Handlungen und dann irgendwas geschrieben ist und dann denkt man so, ah, dieses Wort gehört diesem deutschen Wort im Englischen, oder? Das ist also, wenn ihr ein englisches Wort hört und irgendwie so Juggernaut hört, dann wisst ihr, okay, das könnte vielleicht, ja, so dieses, das heißt Juggernaut überhaupt, ist ein bisschen schwer zu sagen, wenn man das nicht so viel kennt. Stier, also Ding, Ansturm oder so etwas, weiß ich nicht mehr, was Juggernaut heißt. Oder einfach so Rambock. Ram. Ja. Ich könnte eigentlich kurz nachschauen. Wieso habe ich jetzt immer wieder in dieser Tastatur Mehrfachklicks? Moloch, okay. Hätte ich jetzt nicht direkt gewusst. Ich kenne ja nicht mal im Deutsch richtig der Moloch. Also, es ist ein bisschen anders, als ich mir vorgestellt hätte. Auf Deutsch sagt man doch nicht Moloch in so einem Schiff. Eher so im so Ram-Schiff. Einfach Bösewicht-Schiff. Okay. Komisch, Moloch ist jetzt eigentlich nicht. Ja, das ist eine, so ein Wort, wo man viel sagt im Deutsch. Eigentlich gar nicht, oder? Braucht ihr viel Moloch? Wahrscheinlich nicht. Braucht ihr auch nicht zu sagen. Okay. Interesting. Richtig interesting. So, aber nicht immer überall hingehen. Ich will eigentlich nur durchkommen. So, was müssen wir eigentlich hier scannen? Nein. Ich muss kurz reingehen und schauen. Okay, ich bin nicht so angegriffen. Was müssen wir hier scannen? More or less damage taken. Und attunement. Okay. Was heißt das? Nochmal einen Punkt. Ah, ich muss noch. Fuck, ich muss 4 Punkte hier reinstecken. Ich glaube, ich mach das noch nicht. Was kriegen wir denn einfach im Endgame irgendwann, wenn wir es dann auch wirklich brauchen? Es hat wirklich Damage Reduction. Aber das müssen wir jetzt in der Kampagne jetzt noch nicht so machen. Weil man verliert viele Punkte, die man anders besser investiert. Ja. Also immer so ein bisschen abwägen, wie wichtig ist diese Not und lieber dann die wichtigen nehmen als die falschen. Die ihr wahrscheinlich schon wichtig findet, aber gar nicht mal so effizient vielleicht sind. Vielleicht sind sie effizient und ich mache einen Fehler, klar. Vielleicht auch, wenn es jetzt nicht so ist. Der Typ hat ja wenig erzählt über diesen Not. Wäre besser, wenn der Entwickler noch scheinen würde, aber wirklich oft eingesetzt wird und ja, hat mehr bringt von der Effizienz, als man denkt. Die haben auch andere Schilde bekommen, ne? Die wurden überarbeitet. Dieses Skelettritter, fast schon. Turmschildträger. So. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Findet ihr den Bild spannend? Findet ihr ihn langweilig? Findet ihr ihn irgendwie spannend? Aber manchmal habe ich so das Gefühl, so mit der KI hätte ich da ein bisschen mehr rausholen können. Also es stört einfach ein bisschen, dass die KI ein bisschen zu sehr die Gegner sucht. Oder sie sollen bei mir bleiben und die Gegner besser und schneller besiegen. Sind ja schon genug stark. Also wenn sie da sind, machen sie wirklich fetten Damage. Und das ist ja gut. Also der Bild ist nicht langsam, er ist sogar schneller als die meisten anderen Builds. Ja, finde ich nicht toll, der Bild. Aber manche sagen sicher, ja, da machst du gerade einen leichten Bild. Ja, ist klar, aber ich möchte es ja auch ein bisschen so. Ich will ja euch den Content auch zeigen können. Wenn die Beats dann mit Level 50 so wenig Schaden und gar nicht mehr viel mehr machen, habe ich das Gefühl, ich schlafe lieber ein, oder? Das ist doch besser, wenn ich doch einen OP-Beat habe. Wenn ich auch wenig Items braucht.
Jetzt müsste ich stundenlang noch farmen nebenbei. Das wollte ich ja auch nicht schauen, wie ich nur farme. Ja. Also es ist optimal, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen auch ein besseres Bild habe, als ich gedacht habe. Wenn M zu wenig gespielt, weiß gar nicht mehr so genau, wie stark er ist. Ich hatte damals Probleme, ihn hochzubringen, weil ich auch nicht so wusste, was ich spielen soll. Und jo, weiß es auch nicht mehr so genau. Ist ja auch schon lange gezeigt. I'll take that as a yes. Get to the railing and give a signal when you're ready. Okay. Mimi. Die fliegen immer in eine Richtung ungefähr. Jetzt sind die anderen. Ich dachte schon, sie hätten nur eine Richtung ausgewählt zum Sterben. Aber so zwei oder drei. Washed up, I'll hang. I'll only slow you down. You're still. We should be more than happy to help. Critical and Health. Nehmen wir die einfach rein, dann haben wir Platz. Lightning Resistant. So. Weight Resistance machen wir nicht so. Gut, also das Ding-Portal ist ja immer direkt dann aktiviert, wenn wir den Boss besiegt haben. Oder die Quest da weitergemacht haben bei ihm. Jetzt holen wir die Kiste doch noch schnell. Irgendwie so die Lust. Einfach noch ein bisschen, wenn es so schnell geht, noch ein bisschen extra Content zu machen. Weil immer nur Partnership ist leider oben stehen. Ja, damit es nicht so langweilig ist. Ja, ich muss unbedingt die Minions noch ein bisschen verstärken. Genau. Ich kann auch diesen Not zuerst nehmen. Ja. Also, wenn wir dann irgendwie ja, fertig sind, so ein bisschen mit diesem Bild, mache ich viel mehr Livestreams, wo ich dann auch ein bisschen mehr farme für den zweiten Bild. Und dann, sobald wir eigentlich die Ereignisse haben, können wir dann den nächsten Bild machen. Er wird natürlich dann auch wieder einfacher, vielleicht wieder auch schwerer, auch trotz Items. Oder die Items sind erst mit Level 70 oder so tragbar. Ich habe gemerkt, Juggernaut hat dann doch defensive Probleme, weil das Kill doch nicht so schnell tötet und so. Den mache ich jetzt eben nicht. Dann habe ich einen Livestream völlig gemasselt mit der falschen Klassenwahl. Einfach als Reflex. Nicht viel drüber nachgedacht. Und vorsteigen können, sondern. Beiding ist für mich so eine Klasse, die ich auch vielleicht ein bisschen vergessen könnte, mehr zu spielen oder so. Da muss nochmal so ein Feinschliff drüber gemacht werden. Die meisten Mods sind eher so trocken und so. Ich bin jetzt gerade momentan wieder an dem Bild, den wir im März gestartet haben im Let's Play. Multistrike. Den Bild wieder hochzuteilen. Ich habe ihn leider gelöscht wegen dem. Ding. Also Juggernaut dann später. Ja. Aber jetzt bin ich eigentlich genauso weit wie vorher. Dann kann ich eigentlich so weit treiben, dass ich da auch die Items farmen kann. Nebenbei. Er wird aber langsam sein aus diesem Bild, aber ich will ihn ja nicht leveln in diesem Bild. Also die zweite Klasse. Ja, es geht eigentlich ziemlich gut. Ich bin aber nicht hoch, ich will hier rüber. Kiste. Aber eben die Kisten sind nicht mehr viel wert. Die werden vor ein paar Patches, also 5 bis 10 Patches waren super zum Fahren. Da machte man gerne diesen Umweg. Jetzt mache ich es einfach wegen dem Let's Play ein bisschen einen kurzen Umweg. Aber es hat eben wirklich nichts mehr Gutes in diesen Kisten. Schade, dass das Balancing halt so über den Haufen geworfen wird für bestimmte Sachen. Wahrscheinlich waren die Kisten einfach zu OP zum Farmen. Man macht es den Fans zu gut, aber im Game geht es nicht so zu gut. Und vor allem für die Spieler, die nicht so Fans sind, leiden dann darunter, dass man nicht mehr so gut an etwas kommt. Ja, es sollte für alles sein, das Spiel. Manche Entwickler, wie zum Beispiel bei Diablo 4, ist es ja auch so, schauen eher auf Blizzard Division.
schauen sie eher so auf, dass die Spieler alle mega gute Spiele spielen können und durchspielen können. Und aber extra Content ist dann einfach schwer oder sogar viel zu schwer für einen einzelnen Spieler. Das mag ich weniger und deshalb spiele ich Diablo 4 auch nicht. Also ich muss eigentlich das so haben, dass am Anfang ja, ich nicht unbedingt überfordert bin zum irgendwas lernen oder Schwierigkeitsgrad ein bisschen leichter haben. Ein bisschen sehen kann, oh, der Bild könnte stärker werden, der Bild Freiraum geben, dass die Items gut droppen und so, dass man da Bild auch gut denkt und im Endgame dann halt wirklich die Items sehr selten machen und dafür einfach auch nicht ganz so schwer, wie es zum Beispiel Last Epoch macht, bei Bossen und so, wenn ich die Items so dringend benötige, bis man eigentlich den Boss machen kann oder Corruption höher machen kann und so weiter. Es fehlt so ein bisschen einfach das i-Tüpfelchen beim Balancing in diesem Game noch, aber das wird sicher auch bald so sein. Ich meine, die Entwickler müssen sie ja den Fans auch Mut machen und nicht unbedingt den Casual verlieren oder so. Also Diablo 4 ist in die falsche Richtung gegangen, Last Epoch ist momentan noch ein bisschen, ja, einfach, dass man einfach zu viel spielen müsste, ein bisschen zu zeitintensiv, aber das wird dann auch sehr viel besser, denke ich mal. Die Kiste hole ich mir hier nie ein bisschen rüber. Ist einfach nicht gerade auf dem Weg. Und genau die Kiste ist am wenigsten im Brücken. Habe ich immer das Gefühl, wenn sie es dann nehmen. Ja, und ich bin immer oben durchgegangen am Anfang, aber ich sollte unten immer durchgehen. Und das mache ich ja schon seit über Jahr immer. Weil dort einfach diese blöden Brights, diese Geister, die immer auftauchen, dann wechseln. Dann habt ihr da in diesem Gebiet auch viel besser. Und ich muss eigentlich gar nichts mehr machen. Also, ich bin so zäh und die Minions sind so stark, dass eigentlich der Bild einfach gerade durchlaufen ist. Dankeschön. Sehr nett. What the fuck? Was soll ich machen? Stuck it on my life. Nee. Bitte hier rein tun soll. Das ist nur noch langsam. Also komm. Ne, ich lasse sie. Also, ja, es ist einfach ein bisschen langsamer momentan. Ich kann nichts mehr machen. Das ist dein Ernst gewesen. Gut. Solche Sachen, liebes Game. Bitte, liebe Entwickler, bitte fixen. Ich habe nur dort gewirbelt, aber ich kann nicht mehr rauswirbeln. Okay. Ich bin dort reingewirbelt, wo es noch gelebt hat und konnte, wenn er gestorben ist, nicht mehr rauswirbeln. Dankeschön, liebes Game. So, wir gehen einfach dort wieder hoch und sind dann an einem anderen Ort bei diesem Skorpion, das wir noch besiegen müssen. Eines der, ja, weniger balancierenden Gegner. Es kann je nachdem, wie viel Resistenzen man hat, schon ein bisschen schwer werden. Ja, eigentlich nicht so, aber es ist wieder ein Gegner, der im Nahkampf viel schwerer ist. Genauso wie der Gegner, der nach dem Corrupted Lager vor dem, ja, also nach dem Drachen kommt. Vor dem Drachen kommt. Ja, vor dem Drachen. Wo wir im vorigen Part am Anfang gemacht haben. Genau, und wir sind ja schnell mit diesem einen Skill hier. Ein Shield. Was ist das? Shield Rush. Okay. Ah ja, wir haben ja keine. Okay. Ich bin immer noch beim anderen Bild gewesen, da haben wir schon. Hat das jetzt nicht geklappt? Ah nein, weil ja einfach nur eine Season ist. Ist dieses Teil wieder da und beschwert hat wieder dieser gewesen. Aber die Quest ist schon geschafft. So, ich mache jetzt extra noch ein bisschen
durchrennen. Wir müssen unbedingt die Schnelligkeit von Herbeln. Ich vergesse es eben. Das zweimal heute vergessen. Schade, aber schade, dass man nicht schneller wird dadurch. Aber irgendwie ist es schon genügend schnell. Man muss ja nicht immer die ganze Zeit. Man sollte ja auch nicht zu viele Waffen haben, weil es sonst so viel ist. Wenn die Gegner da sind, kann man ein bisschen langsamer werden. Aber ich vergesse es einfach irgendwie. Also ich mache es zu schnell, ich will die wichtigen Nuts einnehmen. Muss aber weniger wichtige Nuts, das sind einfach schnellere Nuts. Bewegungsgeschwindigkeit wäre eine Bewegung erhöht. Ich bin einfach zu müde. Ich bin in letzter Zeit gar nicht mehr so körperlich müde. Vielleicht meine Augen sehen vielleicht ein bisschen müde aus, aber der Rest ist nicht mehr so müde. Und das tut halt schon ein bisschen ablenken, wenn man doch nicht so sieht, wie schnell oder wie viel man müde ist, natürlich. Okay, der ist recht zäh gegen unsere Waffen. Ja, jetzt müssen wir den Schaden erhöhen von den Waffen, stimmt. Jetzt haben wir langsam die Dauer auf Maximum gleich. Weiß ich noch nicht. Schade. Nein, wir haben Maximum Dauer. 4 von 4, das heißt, jetzt können wir Schaden machen auf den Waffen. Dann rocken sie ja bis zum Boss hier. Habe ich eigentlich den Schaden dadurch ja schon dann genommen. Und auch die Schnelligkeit vom Beben gegen diese Gift ist natürlich. Also ich habe in letzter Zeit auch so ein bisschen nachgedacht, jo, jetzt wo es ein bisschen besser geht mit den Aufrufen, mit den aktiven Zuschauern, ob ich auch ein bisschen ältere Spiele Let's Playen soll. Aber es ist einfach so, dass hab ich das Gefühl, es ist zu wenig zu wollen. Ich werde ein Projekt mal starten, das alt ist, von 2002, Dungeon Siege 1, Legends of Arana. Wenn ich mit der Kampagne durch bin, falls ihr das Game auch habt oder holen wollt, könnt ihr dann mitspielen im Multiplayer oder so. Geht, glaube ich, noch gut. Aber die Server sind natürlich schon lange da. Müssen wir es dann mit irgendwelchen Programmen machen. Jo, die LAN sozusagen über große Entfernung anmachen. So, also, sehr gut. Das haben wir auch geschafft. Ja, jetzt können wir das nächste Gebiet noch ganz machen und dann diese eine Stadt Faika gehen. Oder Majelka. Genau, Majelka. Jo. Ja, Majelka. Aber in die Stadt. Also in die Stadt sozusagen. Wusstet ihr, dass Akropolis, das was ihr kennt wahrscheinlich aus Athen, eigentlich nur Oberstadt heißt und in anderen Städten auch gibt? Das ist nicht der Tempel. Das heißt nicht Akropolis. Also das ist die ganze Obstadt einfach so gemeint. Finde ich noch interessant. Maika ist ja sozusagen auch von der Palast oder der hat ein bisschen in dieser Zeit schon angegriffen wurde scheinbar. Ja. Das sieht auf jeden Fall so aus, als würde der Krieg hier gewesen sein. Und in Akt 9. Nein, Akt 8. Nein, Akt 3. Habt ihr dann, jo, noch vor dem Krieg, aus der Intrigie und so weiter. Also mehr will ich euch jetzt eigentlich raten. Buried in the slums. She told me, ja, so, als nächstes muss ich hier, now folded steel, night. Das heißt, wir haben das in einem erreicht und können die Minions nochmals stärken, glaube ich. Also Schaden dazu machen. Und zäh machen. Das ist ein Knall. Genau, Stärke mal Melee und Melee Physical Damage. Also für beide Skills
Manifest Armor, also die Rüstung hier. Und dann diese Schwerter. So, also. Wunderbar. Die Rüstung ist kaputt gegangen. Unsere lebende Rüstung. 26 Physical Resistance. Ich weiß. Nehmen sie nicht mit. Also, ja, Physical Resistance ist schon eigentlich ziemlich wichtig, oder? Aber ich habe so das Gefühl, ja, man braucht es jetzt in diesem Level nicht und später ist die Rüstung dann so schlecht. So, dann direkt das obere nehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Waffen werden auch schneller nach dem Patch, letzten Patch geschworen. Es gab erst kurz vorher, so 30 Minuten vorher, gab es nochmal so ein Update. Das wird ja hier oben, ich kann es gar nicht lesen, während dem Kampf. Oben links seht ihr es. Ob es einfach, glaube ich, I oder so. C. Ah, das ist eine 1, okay. Eine 1C. Genau. Und dieses C, das ist jetzt gekommen. Oder war es wahrscheinlich ein B? Vielleicht haben sie es auch übersprungen und das war eine A. Aber ich denke nicht. So, also. Da haben wir noch ein bisschen genug. Ein bisschen laufen. So, wie kann ich jetzt zum Beispiel. Ja, der Sentinel und ja, Paladin hat einfach nicht. Also den Forge God. Nicht in dem Fall. Haben wir einfach nicht so ein Movement Speed, wie einfach geht ohne Schwert. Ohne Schild. Ja. Ist gerade ein bisschen schwer, das zu replizieren. Replizieren. Ja, ich bin völlig müde. Ich habe einfach zu wenig Zeit zum Playen und muss das dann machen, wenn ich zu müde bin. Bisschen schwer, also es ist einfach momentan so schwer, da auch eben mit dem Fußball so richtig zu beginnen. Klar, ich kann gut Fußball spielen schon, aber mein Körper macht das meistens nicht gut mit. Ich muss mich also anstrengen, damit, wenn ich mal Fußball dann spiele, gut. Einem Fußballspiel dabei bin, dass ich da nicht irgendwie zusammenbreche oder so. Das ist einfach das Schwierigste. Ich kann auch gar nicht mal so viel Zeit investieren ins Let's Playen und Livestreamen. Aber ihr bekommt genug Videos über. Das ist kein Problem. Und ich denke, Fails ist vielleicht auch ein bisschen motivierend, dass ich nichts mache. Einfach durch die Müdigkeit, durch diese extreme Müdigkeit ein bisschen. Machen. Und ja, wenn ihr irgendwie Geschreie oder so ausflippen oder so gerne habt, ich kann es ein bisschen simulieren, aber ich bin eben nicht so einer, der extremster Aufmerksamkeit macht. Also es wird aber scheinbar immer gerne gesehen. So, also dann gucken wir mal. Ja, wir haben diesen Skill hier noch nicht. Ja. Genau, additional charges. Neue Waffen brauchen wir noch nicht, so. Ja. Und hier war es der obere. Jetzt haben wir zwei, nein. Ja, wir haben es direkt schon, zwei Waffen mehr, Maximum. Und hier wollte ich eben schauen, relativ einfach, das Kill. Ist das Kill? Okay, er ist ein bisschen versteckt gewesen. Ja, nein, das Gerät jetzt bekommen, den neuesten Patch. Ja, diese Buchstaben oben links, dieses C jetzt gerade, das sind Hotfixes.
unterwegs sind. Ah, das erste gelbe Alpen. Hier ist von langsam genug. Aber schlecht. Also ja, Türmen und die Fortune Weapons tun aber skalieren mit Fortune Loot. Sieht man das irgendwie hier? Nein, sie tun nicht skalieren. Aber der Skill selber. Und dadurch auch die Fortune Weapons hoffentlich. Ja, es ist aber nicht so dringend nötig, oder? Falls es doch geht. Ja, die Minions werden langsam wieder ein bisschen weniger stark. Liegt einfach, dass die Gegner sehr viel Leben haben in diesem Gebiet. Und so viel auf einmal. Ja, ist gut. Meine Güte. Ich klicke trotzdem gerne manchmal. Ja, hoffentlich hört ihr euch nicht auf, wenn ich gerade nicht so viel checke. Also so schnell checke. Klicke einfach gerne, ich konzentriere mich mehr aufs Klicken. Soll ja funktionieren. Soll ja durchbrechen. Ne, momentan ist mein Gehirn natürlich noch Low-Life-Mode. Schon klar, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, war unterwegs lange. Eis gegessen, ist sehr, sehr schwierig, das ist eine harte Arbeit. Das Gehirn, meine Schatz. So, ja, dem sehr. Ein Mensch, der viel Wissen erlangt, immer gerne. Wissen aufwendig für das Gehirn. Solltet ihr auch. Ihr solltet euer Gehirn schon genügend benutzen, damit ihr nicht irgendwann mal Alzheimer oder andere, also Demenz bekommt oder andere Probleme bekommt mit dem Gehirn. Das ist wichtig, dass der Mensch halt auch sehr viel lernen muss. Die meisten Menschen chillen einfach ihr Leben die ganze Zeit. Sind dann einfach im Alter oder so sehr eingeschränkt. Wollen im Alter dann auch nicht mehr viel machen. Die alten Ladies da immer, wo wenn wir so denken, sie müssen die ganze Zeit Ferien machen. Den anderen Leuten sagen, sie sollen irgendwie etwas chillig sein oder. Ja, satt. So wie sie gefahren. Dass der Mensch sich selber auch nicht so immer Gutes tut. So, muss ich jetzt hier oben rein? Das ist ja nicht so ein Angriffszeichen. Gut. Ja, dass man mehr crittet. Scheinbar. Also, das heißt, ich muss noch einen Punkt hier einsetzen. Gut. So. In die Architektur hier so schön. Ja, diese Schlange. Werde ich dann wahrscheinlich merken, was es ist. Weil wir jetzt auch in die Stadt kommen, wo da eine ist. Eine heftige Schlange. Die Axt ist so cool, weil sie. Ja, mega gebogene Klinge hat, und also im Hintergrund, die Klinge ist ja vorne. Gar nicht so haltet, nur an einer Stelle haltet. Ach komm, bist du endlich mal weg, jetzt bin ich hier tot. Spiel, hallo. Ich freeze, nicht die Gegner freeze. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie haben gar nichts gemacht noch. Sie haben irgendwas noch gefixt mit den Bewegungskills? Haben sie überhaupt gemacht? Ich habe nur kurz drüber geschaut, bevor ich vorherige Aufnahme gemacht habe. Ja. Sie haben da ein paar Sachen gefixt, fertig. Wahrscheinlich mit dem Spielen in den Städten, aber das geht ja immer noch nicht. Ja. Ich noch keine anderen Spielen. Sehr gut, also dann, danke schön fürs Schauen. Nächstes Mal geht es noch auf ein paar Schiffchen und dann in den Untergrund. Vielen lieben Dank. Und der Tiger sieht halt sehr geil aus. Vielen Dank fürs Schauen.
Tschüss.